Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Let's Plays zu Dark Souls. Heute werden wir Seelen farmen, höchstwahrscheinlich, hauptsächlich. Ich muss mal kurz was nachschauen, Moment. Okay, ich war mir nur nicht sicher, ob wirklich alle Aufnahmegeräte... Verzeihung, ihr wisst schon. Aufnehmen. Jetzt fällt mir noch schnell spontan eine Sache ein, die es noch zu erledigen gibt. Und zwar... Ach, jetzt habe ich nicht keine neuen Pfeile gekauft. Ich habe jetzt nämlich... Moment. Ich vergesse immer, die Kopfhörer aufzusetzen. Und dann fällt mir irgendwann unterm Spielen ein... auf, dass ich überhaupt keinen Sound habe. Dass ich nicht höre, was im Spiel passiert. Und dann denke ich mir so, what? Und dann fällt mir ein, ach ja, genau, Kopfhörer. Aber die habe ich jetzt auf. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte mit Pfeil und Bogen eigentlich den Drachen da oben bekämpfen. Nicht, dass das noch irgendwas bringen würde, weil ich da schon alles gelootet habe. Aber erstens bringt der Drache mit Sicherheit einiges an Erfahrungspunkte. Und zweitens... Wer weiß, was der droppt. Wer weiß, was ich da an Loot bekomme. Jetzt haben wir halt das Problem, dass ich da nur mit... Nur unter Anführungsstrichen. Aber ja, nur mit 56 Pfeilen hingehe. Mal schauen, ob das reicht. Hier kann man ja auch gleich noch ein paar Seelen zusammenkriegen, mit Sicherheit. Das war zwar keine Absicht, aber voll okay. Okay, tut mir leid, dass ich den jetzt auch noch töten muss. Armer Kerl. Aber so ist das Leben eben manchmal. So ist das Leben eben. Oh Mann! Dass die noch einen Schlag überleben. Ich muss echt ein bisschen aufpassen hier. Man darf einfach... Wirklich, es ist wirklich so. Man darf selbst die luschigsten Gegner, die man schon 100-mal besiegt hat und denen gegenüber man sich so super überlegen fühlt, nicht mal die darf man überschätzen. Unterschätzen. Gerade die darf man nicht unterschätzen. Okay... Der überlebt sogar noch mehr Schläge. So. Ich versuche jetzt den Drachen dazu zu bringen, hier Feuer zu spucken, damit er die Gegner für mich tötet. Dankeschön. Sehr freundlich. Hier dürfte ich nämlich sicher sein. Ja. Das sieht ganz gut aus. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem ist. Der macht mir ein bisschen Sorgen noch, aber es hält sich in Grenzen. Upsi. Gefährlich. Vorsicht. Okay. 40 Schaden. Die Leiste wird nicht wirklich kleiner. Ich schieße jetzt mal ein paar Pfeile und dann sehen wir mal, ob sich die Energieleiste... sichtbar verringert. Irgendwie verringert die sich gerade gar nicht mehr, oder? Kann das sein? Nicht doof? Also zumindest sehe ich keine. Nochmal schauen. Doch, da ist sie wieder, die Energieleiste. Wenn ich hier hinziele... Treffe ich ihn, glaube ich, immer und manchmal sogar in den Kopf, was bestimmt nicht schlecht ist. Okay, aber jetzt gucken wir mal. Ich habe jetzt ungefähr 10 Pfeile verschossen. Bisschen mehr. Ich glaube fast, dass das nicht reicht, oder? Ich schieß mal noch ein bisschen weiter. Ich schieß mal noch einfach ein bisschen weiter. Die Pfeile kosten ja nicht viel. Da investiert man ja in was Sinnvolles, wenn man sich neue Pfeile kauft.
Also. Nee, guck mal. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte verschossen von meinen Pfeilen. Und er ist noch nicht bei der Hälfte seiner Lebensenergie. Das heißt, grundsätzlich, ja, grundsätzlich machen wir das nochmal. Versuchen wir das nochmal. Das sieht meiner Meinung nach sinnvoll aus. Also das kann funktionieren. Ich brauche allerdings mehr Pfeile. Definitiv. Ich kaufe einfach mal mit 99 Pfeilen, glaube ich, geht es. Und dauert nicht mal so lang, wie ich befürchtet habe. Insofern. Und man kriegt gar nicht so schlechte Erfahrung von diesem Drachen. Wenn der hier die ganzen Gegner immer tot speit mit seinem Feuer, lohnt sich das fast. Da drüben war eine Sackgasse, oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern, was da war. Irgendeine Sackgasse. Da war auf jeden Fall... Aus irgendeinem Grund ging es nicht weiter, aber das würde mich jetzt schon auch ziemlich interessieren, was und wie und warum und wann und wer vor allem. Cooles Spiel. Echt, wirklich cooles Spiel. Ich mag es wirklich total gern. Ich finde es total großartig. Nach Bloodborne habe ich mir wirklich gedacht, so, na, schon langsam reicht's mit diesen Spielen. Jetzt könnten die mal was anderes machen. Habe ich ja auch am Anfang vom Video, vom Let's Play gesagt. So von wegen, wird mal Zeit für was Neues. Aber... Mittlerweile... bin ich wieder voll drin und kann nicht mehr genug davon haben und hätte jetzt schon gerne einen vierten Teil, damit ich weiß, dass es nach diesem Teil nicht schon vorbei ist. Ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber ja. Genial. Genial. Ich werde es auf jeden Fall nach diesem Let's Play privat nochmal als Magier durchspielen. Das wird großartig. Ist wirklich eine ganz andere Spielerfahrung. Also gegen Ende gleichen sich die meisten Charaktere einigermaßen, weil man halt, kommt drauf an, man kann auch einen super spezialisierten Charakter machen. Aber gerade so am Anfang, und damit meine ich die ersten 40 Stunden oder sowas, ist es eine sehr andere Spielerfahrung, je nachdem, welche Art von, welche Klasse man am Anfang nimmt. Mal gucken. Oder auch einen Dieb. Diebe sind auch cool, wo man eher schnell ist, eher ausweicht und kritische Treffer macht, viel mit Pfeil und Bogen arbeitet. Am stärksten merkt man das wirklich in den Bosskämpfen. Als Magier sind manche Bosskämpfe super pippi einfach. Während andere eher als stupider Hau-drauf-Kerl überhaupt kein Problem darstellen und andersrum. Es gibt dann wieder Bosse, wo man sich als Magier denkt so, what? Hey, ein Longsword. Schön. Ich hätte gern ein bisschen mächtigere Pfeile. Schade, dass ich bei der Händlerin nur Standardpfeile nehmen kann. Ein bisschen langweilig. Kaufen, nicht nehmen. Hat der Drache jetzt schon alle getötet? Nee, da kommen noch welche. Die muss er bitte auch noch töten für mich, weil... die könnten problematisch werden. Sonst kommen die Treppe hoch und... machen mich kaputt, während ich da oben stehe und snipe. Das fände ich nicht schön. Okay, alle sind tot. Na, da ist noch einer. Den ignoriere ich jetzt mal. So. Hier ungefähr, glaube ich, war ein guter Spot. Joa, das geht sich schon aus. Bin ich zuversichtlich. Mal schauen, habe ich jetzt... Sind wir jetzt bei einem Zehntel seiner Energieleiste? Es ist schwer zu sagen. Wenn wir bei 50 Pfeilen sind und es ist noch nicht mehr als die Hälfte seiner Leiste weg, dann haben wir, glaube ich, ein Problem.
Ich soll vielleicht meine Ausdauer aufladen, oder? Mache ich dann mehr Schaden? Mache ich mehr Schaden, wenn ich länger draufbleibe? 29, wenn ich länger draufbleibe? 31, wenn ich schnell schieße? Okay. Nee, es ist einfach ein bisschen random halt. Oh, das wird wirklich knapp, oder? Das wird wirklich knapp, ey. Das könnte jetzt schon ungefähr ein Viertel seiner Energieleiste sein, die darunter ist, aber man weiß es halt eben nicht genau. Das wird wirklich knapp. Ich bin gespannt. Ich glaube, das wird die langweiligste Let's Play-Folge aller Zeiten, oder? Oh, was ist denn jetzt mit ihm? Er ist so ruhig geworden. Okay. Schon schreit er wieder. Okay, wir nähern uns die Hälfte seiner Energieleiste, definitiv. Vielleicht haben wir sie sogar schon überschritten, nähern uns aber auch die Hälfte unserer Pfeile. Wenn er Feuer spuckt, treffe ich ihn immer wieder mal am Kopf. Macht dann doch irgendwie so 150% Schaden oder so, nehme ich an. Nicht schlecht. Okay. Vielleicht nicht ganz 150. Keine Ahnung. Oh, Drache. Stirb. Zumindest reichen uns die Pfeile definitiv. Wir haben jetzt ein bisschen über 50% unserer Pfeile verschlossen. 3/5 oder so. Und wir haben ihn schon gut runter. Er hat vielleicht noch ein Viertel Energie. Nicht mal. Nee, nicht mal. Fünftel oder so. Mache ich mir keine großen Sorgen, dass uns die Pfeile ausgehen. Sonst wär's doof, oder? Ich glaube, es gibt nicht mal eine Stelle, wo ich ihn im Nahkampf wirklich angreifen könnte. Und in seinem Feuerschwall stehen. Ah! Was ist jetzt? Er haut ab. Er haut ab, aber hinterlässt mir eine Scherbe. Ich habe ihn vertrieben. Aber nicht getötet. Oh. Okay, na gut, trotzdem cool, oder? Ja, dem wird's zu doof, kann ich verstehen. Wäre mir auch zu doof gewesen. Einen Soldatenhelm haben wir noch bekommen. Wundervoll. Aber keine Erfahrungspunkte jetzt von dem. Das ist natürlich gemein jetzt. Ich hätte ja gehofft, dass wir einen ordentlichen Batzen Erfahrungspunkte von dem Drachen irgendwie bekommen, natürlich. Ist aber nicht der Fall. Jetzt lege ich mich mal mit diesem Ritter an. Achtung, der Ritter kommt. Kennt ihr das Dungeon Keeper? Habt ihr Dungeon Keeper mal gespielt? Super Spiel. Dungeon Keeper 2 vor allem. Ich hätte jetzt die ganze Zeit versucht, ihm in den Rücken zu fallen. Es hat nicht funktioniert. Ich habe mich ein bisschen doof angestellt. Aber draufhauen funktioniert auch. So, jetzt haue ich die noch. Ups, ups, daneben. Ich frage mich ja, ob der Drache jetzt wieder da ist, wenn ich wiederkomme. Oder ob der jetzt für immer weg ist. Also für immer. Ich meine, der ist weggeflogen. Vielleicht treffe ich den ja wirklich wieder irgendwo. Keine Ahnung. Aber jetzt fürs Erste ist er mal weg. So, zurück zum Leuchtfeuer. Wir brauchen noch ein paar Seelen. Ein paar mehr Seelen müssen wir noch sammeln. Irgendwoher kriegen wir jetzt schon noch. Ich meine, vielleicht gehe ich einfach hier nochmal wirklich den Weg. Der ist wenigstens sicher. Und ein paar leicht verdiente Seelen kriegt man dafür definitiv.
Soll ich mal nochmal in die Richtung gehen? Ich weiß aber, dass da so ein schwarzer Batzen war und ich habe ein bisschen Angst, ernsthaft zu sterben. Mal schauen. Hört, das ist echt cool, oder? Die reagieren auf Geräusche. Wenn ich irgendwo einen Pfeil daneben schieße, drehen die sich in die Richtung um, aus der der Pfeil gekommen ist. Finde ich schon cool. Hündchen! Ach, komm schon. So skelettiert, ey. So schlimm sehen nicht mal die Hüllen aus. Moment mal, seit wann gibt es eigentlich Hüllenhunde? Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, die Story ist ja so ein bisschen, dass man seine Menschlichkeit nach und nach verliert und seine Seele und dann letztendlich nur noch zu einer Hülle wird, die ohne Sinn und ohne jeden Funken Menschlichkeit umherwandelt. Und wie ist es dann mit Hunden? Ist diese Unsterblichkeitskrankheit auch für Hunde ansteckend und verlieren die dann auch ihre Hundlichkeit? Hündlichkeit? Oder bleiben die normale Hunde und kompostieren halt nur ein bisschen? Weil dann täten die mir leid, weil ich meine, die Menschen, die ich hier umbringe, diese Zombies, sind ja wirklich nur noch Zombies. Aber wenn die Hunde noch normale Hunde sind, dann bin ich einfach nur gemein, weil dann könnte ich denen auch irgendwie einen Schnitzel hinwerfen und dann wären alle glücklich. Vor allem ich und die Hunde. So, das war der, der sich verwandeln würde, glaube ich, hoffe ich. Okay. Ups. Na komm. Genau, und hier geht's nicht weiter. Aber hier muss doch irgendwas sein. Seht mal, wie low-poly dieses Gebiet aussieht. Das sieht man gleich, dass wir da nie hinkommen, weil das ist so hässlich. Gibt's irgendwie versteckte Wände in dem Spiel? Aktiviert man die durch draufdrücken oder draufhauen? Hat's irgendwas mit diesem Schrein zu tun? Muss ich hier vielleicht beten? Sowas gibt's manchmal. Kann ich beten? Ich kann mich verbeugen. Guten Tag, Statue. What up? Nö, passiert nichts. Ich kann mal diesen Toast switchen und schauen, ob ich beten kann, wirklich. Bow rest. Nee, kann ich nicht. Ich kann draufhauen. Passiert auch nichts. Die hat eine Kerze in der Hand. Wenn ich irgendwas mit Feuer hätte, würde ich versuchen, die anzuzünden. Aber ich glaube, so funktioniert das Spiel nicht. Aber ich meine, wer weiß, die haben alle brennende Kerzen in der Hand, nur sie nicht. Aber ich habe jetzt auch nichts. Ich habe nicht mal eine Feuerbombe, glaube ich. Ich könnte... Ja, das könnte ich versuchen. Moment. Ach, da brauche ich aber eine andere Waffe in der Hand. Ah, ich mache hier einen riesen Aufwand für nix und wieder nix mit Sicherheit, aber ich versuche es jetzt trotzdem. Warum kann ich das jetzt nicht anwenden? Das verstehe ich nicht. Apply fire to right hand weapon. Und in meiner rechten Hand habe ich die hier und die macht keinen Elementarschaden, soweit ich das sehe. Ich dachte nämlich immer, ich kann das hier nicht anwenden. Naja, verstehe ich nicht. Ist ja auch eigentlich egal. Ich nehme irgendwas. Das normale Longsword. Das hat sicher keine specialigen Attribute. Da kann ich es anwenden. Das geht schnell. So, jetzt versuche ich es mal. Nee. Okay. Hätte ja sein können. Nette Zeitverschwendung. Okay. Wie viel Seelen hat das jetzt gebracht, hier die ganzen Gegner zu töten? Keine 1000, oder?
Ach, ich glaube nicht mal ansatzweise 1000. Nee. Ich glaube, nicht mal annähernd 1000. Ja, ein bisschen noch. Einmal noch irgendwie ein paar Seelen. Wenn ich so 15.000 hätte, das wird absolut reichen. Glaube ich wirklich, das wird absolut reichen. Okay. Ich muss immer aufpassen, weil der wird zu einem richtigen Gegner. Oh. Ich krieg halt hier, wenn ich die alle kaputt hau, weiß ich nicht, ein paar hundert. 36 für die Betenden. Für die Kämpfenden wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber wohl auch nicht die Welt. Mal schauen, was der bringt. 30 nur. Aber du bringst ein bisschen mehr, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Mal schauen. Auch nur 30. 30 ist wenig. Aber wie viel sind es hier? Naja, schon ein paar, aber ein paar mal 30 ist auch nicht die Welt. Also ich glaube, so 500 hat es jetzt gebracht. Eigentlich geht es, oder? Ich schaue jetzt nochmal, wenn es wirklich 500 bringt, wäre das gar nicht so schlecht. Jetzt sind wir bei 14.000, fast 300. Mal schauen, wie viel wir haben, wenn wir hier alles ausgelöscht haben. Jetzt kommt der andere nämlich gleich von hinten, aber ist kein Problem. Okay, vorher hatten wir 14.000, fast 300. Und jetzt haben wir nicht 800. Na gut, da unten sind ja noch welche. Ja, ich glaube, dann war ich mit 500 ganz gut dabei. Soll ich euch was sagen? Ich glaube, das reicht jetzt echt fast. Ja, ich weiß, die Folge ist ein bisschen langweilig. Kann ich mir vorstellen zum Zuschauen. Tut mir auch echt leid. Aber muss auch mal sein. Ich werde die auch irgendwie so benennen, vielleicht, dass man das merkt. Lamo oder so. Okay, jetzt nehmen wir mal hier noch diese ganzen Seelen, die wir hier im Inventar haben. Weil die bringt, glaube ich, 2000! Immerhin. Und die bringt zwar nicht sehr viel, aber dafür haben wir ein paar davon. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Von den Miniseelen haben wir wenigstens immerhin 7 Stück. Das sind 7 mal 50, die wir bringen dürften. Also 350, yep. Nicht die Welt. Und die letzte Seele wird uns jetzt auch nicht mehr viel bringen. Wenn 200, bin ich schon froh. Oh, ist sogar 800, mehr als ich dachte. Hey, jetzt sind wir echt verdammt kurz davor. Vielleicht noch einmal hier alle töten. Es hilft ja nicht. Attacke! Ja, komm, Hund. Ach, ich bin so dick. Ich muss echt ein bisschen schneller wieder werden. Wenn man überhaupt nicht rollen kann, ist das halt einfach scheiße. Wenn man so super lahmarschig ist, das ist nicht gut. Für die Gesundheit. Wo hat denn der seine Agilität auf einmal her?
habe ich nicht geguckt. Ich wollte gucken, ob der Axtträger wenigstens ein bisschen mehr Erfahrung bringt. Weil müsste er fast, eigentlich, würde ich behaupten. Einfach mal. Genauso wie der hier. Mal gucken. Ah, jetzt habe ich wieder nicht geguckt. Aber definitiv mehr, wahrscheinlich 80 oder irgendwie sowas. Nicht die Welt. Also es ist nicht der beste Ort, um Seelen zu farmen. Da müssen wir uns noch ein bisschen umsehen. Weil es gibt in dem Spiel definitiv wieder, wie in jedem Teil, ein paar Stellen, wo man nah an einem Lagerfeuer leicht zu besiegende, superstarke Gegner hat. Und dann innerhalb von kürzester Zeit einige 10.000 Seelen oder so zusammenkriegt. Aber die Stelle hier ist wenigstens einigermaßen ungefährlich. Weil es muss schon schlecht laufen, dass man hier stirbt. Und dann noch dazu zweimal sterben, was ja notwendig wäre, um seine Seelen wirklich endgültig zu verlieren. Das wird schon nicht passieren. Okay. Wir haben jetzt echt genug. Ich kill die beiden da unten vorsichtshalber nochmal, aber dann gehen wir zurück zum Firelink-Shrine-Dingsbums. Ich verkaufe bei der Händlerin noch ein paar Sachen. Und dann dürfte das eigentlich schon reichen. Ich habe da doch gerade noch wen grunzen gehört. Naja, Glück gehabt. Okidoki. Und zurück zum Firelink Shrine. Was sagt denn die Uhr? Die sagt eh schon 27 Minuten. Macht nix. Wir haben Zeit. Die Folgen dürfen ja ein bisschen länger dauern. Ich habe gesehen, dass es jetzt den Trend gibt, dass manche ihre Folgen super kurz machen. 10 Minuten oder so. Das lohnt sich doch gar nicht, irgendwie anzufangen. Ah, well met, Ashen One. How may I... So, was verkaufen wir denn? Wir verkaufen, zur Not des Wunder, haben wir vielleicht zufällig irgendwie jetzt doch eine Waffe doppelt. Theoretisch wäre das hier einfach nur eine... Nee, aber... Nee. Machen wir nicht. Ich hatte da noch Zeug, von dem ich mir gedacht habe, zur Not könnte ich das verkaufen. Ich habe auf jeden Fall gerade noch mal so Deserteurhosen gefunden. Das sind zwar auch nur 30 Seelen, aber immerhin 30 Seelen. Ringe verkaufe ich nicht. Ah ja, das hier, das habe ich mir gedacht, könnte ich eventuell verkaufen. Und mit dem Zeug arbeite ich halt auch nicht so wirklich. Wäre vielleicht klug, mache ich aber halt nicht. Ja, aber ich bereue es. Oh, ich kann mich so schwer, ich verkaufe hier mal eins. Hey, immerhin. Ich kann mich so schwer von Sachen trennen. Okay, ich verkaufe hier nochmal eins. Dann verkaufe ich... Repairs Equipment. Brauche ich das wirklich? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich habe nicht vor, als feindliches Phantom andere Welten anzugreifen. Ich hebe mir eins auf für den Fall... Ah, und diesen Rubbish, glaube ich, brauche ich überhaupt nicht. Bringt zwar auch nichts, aber weg damit. Weg, weg, weg. Und dieses Wunder werde ich auch nicht mehr lernen. Ich werde kein Magier mehr mit dem Charakter. So, jetzt brauchen wir noch schnell 7 Seelen. Dann verkaufe ich hier diesen Skull, weil den benutzen wir eh auch nicht. Ich benutze den so gut wie nie. Solche Sachen. Okay. Turmschlüssel kaufen. Awesome. Ashen One. Yep. Bring more souls. Ja, ich weiß. So, sehr, sehr, sehr cool. Jetzt schaffen wir es in der Folge nicht mehr in den Turm zu schauen. Das machen wir jetzt dann in der nächsten Folge. Also danke fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal wieder dabei.
Ich bin so gespannt, was da drin ist. Ich hoffe, es ist großartig. Ich meine, 20.000 Seelen, irgendwas sehr Cooles muss es sein. Und dieser nackte Samurai bewacht es auch noch, der auch nicht so leicht ist. Naja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.